So, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Flash Rundenturnier Teil. Hast du nicht gesehen? Diesmal spielen wir Pixel Porch oder wie auch immer das Ganze jetzt auch ausgesprochen wird. Ich sag mal einfach, wir legen mal los. Los! Und übrigens, ich kenne das Spiel mal wieder nicht. Und wir sehen hier unten die Steuerung WSAD. Wir können Escape drücken, um ins Upgrade-Menü zu kommen. Wir können auch irgendwas mit der Maus. Ich denke mal, wir werden das ganz einfach sehen. Okay, wir können uns schon mal bewegen. Wir können in verschiedene Richtungen schießen. Und das Ganze sieht mir doch... Hä? Was? Oh, es gibt ein Level-Up-System. Okay. Was haben wir denn da? Und es bewegt sich cool im Kreis, ohne dass ich was mache. Auch okay. Ich denke mal, es macht Sinn, jetzt erstmal hier ein bisschen in die Points zu investieren und dann haben wir keine Punkte mehr. Ja. Wie komme ich denn hier raus? Einfach Continue, denke ich mal. Yo, wir kommen hier raus. So, ui, und jetzt müssen wir erstmal gucken. Die Steuerung ist etwas seltsam. In solchen Spielen benutze ich eigentlich lieber Controller, aber wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht und deswegen habe ich es mir jetzt nicht direkt eingestellt. Weil da gibt es ja so Mittel und Wege, wie man das Ganze machen kann. Aber egal. Das wird schon irgendwie klappen. Was noch jetzt zu dieser Runde zu sagen ist, ist tatsächlich die erste K.O.-Runde. Das heißt, ich spiele jetzt gegen jemanden direkt. Oh, den Namen habe ich schon wieder vergessen. Iantrix, glaube ich, hieß der Gute. Ja. Ich denke, das wird die Runde sein, in der ich verliere. Weil, immer im direkten Vergleich, ich war immer eigentlich immer so mit einer der Typen, der so gerade eben durchgerutscht ist, und zwar durch beide Runden. Also von daher wird das meine letzte Runde in diesem Turnier sein. Aber mal gucken, wie viel Versuche ich machen werde. Zur Not will ich es einfach aufsplitten, weil es scheint mir doch ein etwas längeres Spiel zu sein. Oder ich mache einfach nur einen Versuch hier, nachdem, wenn es gut läuft. Aber sonderlich anspruchsvoll wird das jetzt noch nicht. Das heißt, es wird ein wenig länger dauern. Ich weiß noch nicht ganz so genau, was das alles hier jetzt ist. Ich denke mal, dass diese Pixel, diese farbigen Pixel, die so aufleuchten, einfach nur Erfahrungspunkte sind für mein Level-Up-System. Und viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Es gibt ein paar Items und ich habe keine Ahnung, was wir wirken, weil blind und so. Und wenn ich ein Level-Up bekomme, dann töte ich einfach mal alles, was in meiner Umgebung ist. Juhu. Ja, komm. Oh Gott, ich stelle mich mal wieder an wie der letzte Volltrottel. Aber das kennt man ja von mir. So, wir haben eine Chain plus 10, was auch immer das heißt. Ich denke mal, das wird sich auf unsere Punktzahl auswirken. Und diese orangen und lilanen Teile verfolgen mich. Und die orangen haben Marsch voll KP. Egal. Ich bin gespannt, wann ich das nächste Level up habe. Ach, da oben links, rechts, oben links. Nein, oben rechts sieht man, ja. Und wenn man Level up hat, kriegt man Full Health. Oh, das ist sehr gut. Und die orangen Dinger explodieren, sobald man sie tötet. Na, das ist ja ganz großes Kino. Oh mein Gott! Ja, super. Man sollte sich, glaube ich, nicht am Rand aufhalten, weil sonst die Gegner einfach schnell spawnen. Oh Gott. Jetzt wird es aber doch ein wenig hektisch hier auf dem Schirm. Und ihr nervt mich so. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht zu einem Health abkomme, falls es sowas überhaupt gibt. Und mich gar nicht so sehr auf die Grünen, sondern auf die Orangen und die... Oh Gott! Pinken konzentrieren, weil die ja nämlich auf mich zukommen. Komm, stirb, 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 dankeschön. So, ganz viele Erfahrungspunkte einsammeln und links und rechts und hast nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist, was ich hier gerade anstelle, aber ich denke nicht. Naja, wahrscheinlich werden die anderen mal wieder 10.000 Mal besser sein. So, ich habe gerade irgendwas bekommen. Ja, von mir aus. Oh Gott, es geht mal wieder so viel auf dem Schirm ab, das geht schon wieder gar nicht. Gut, dass ich jetzt das Level abbekommen habe, sonst wäre ich jetzt ziemlich tot gewesen. Und jetzt kommen ganz viele Gegner, die auf mich zukommen. Gott. Komm hier, was ist das? Ist mir egal, Hauptsache ich hab's und grün und noch mehr grün. Okay, jetzt kommen doch wieder viele grüne Gegner. Aber ich sollte es wirklich nicht verschreien, so was auch immer das da unten jetzt ist und was das hier ist. Man kann es auf jeden Fall zerschießen, also tue ich es einfach. Ja, komm, du gehst weg und du gehst weg. Und Level Up dauert jetzt ewig und 3 Jahre. Und du bist ziemlich böse da oben, deswegen möchte ich... Oh Gott. Oh mein Gott, ist das hier eine Hektik jetzt. Also, nicht, dass ich sowas erwartet hätte und so, aber Gott. Hilfe, was ist das? Schutz. Oh, sehr gut, Schutz, Schutz, Schutz. Schutz ist immer eine gute Sache. So,
So, oh Gott, Überpixel-Attack. Oh, okay, die blauen teilen sich auf, sobald. Ach oh Gott, ich fliege mal direkt durch so zwei rote Punkte, einfach weil ich kann. Die blauen Punkte teilen sich auf, sobald man sie besiegt. Das kennt man ja auch schon aus genügend anderen Games. Hallöchen. Oh Gott, ey. Was ist das für ein Spiel? Oh Gott, ich bin echt tot. Jetzt Konzentration. Das ist ein Doppelschuss, das ist gut. Oh, jetzt aber ein Level up, ein Level up, ein Level up. Komm schon, Level up. Yes, Level up. Oh yeah. So, mein Rapid Fire ist jetzt auch vorbei. Oder wie auch immer man das nennt. Komme ich denn jetzt? Moment, auf Escape konnte ich doch irgendwie ins Level up. Genau. Jetzt habe ich noch 13 Skill Points. Oh, Fire Speed. Oh, ich möchte irgendwas, um mich zu verteidigen. Regeneration machen wir zweimal hoch. Magnet. Increases the range with pixels. Thank you. Machen wir auch mal einen Ryan. Critical zweimal rein. Was ist das? Gives each bullet a chance to travel through enemy. Oh, das ist gut. Und wir holen uns noch ein bisschen Pixels. Was auch immer das ist. Okay. Es geht weiter. Ich glaube, ich sollte das öfter machen, sonst Level up Menü und so. Ja. Weil dann geht das Ganze doch schon hier viel besser los. Oh Gott. Okay, wir haben wieder Rapid Fire. Ich nenne es einfach mal so, heißt wahrscheinlich ganz anders. Aber das ist mir egal. Weil es überhaupt nicht hektisch ist oder so. Nein, wie komme ich denn nur da drauf? Der Bildschirm hat einen Dauerwackler, aber sonst ist okay. Tralala, Level up, hooray. Und ich nehme schon wieder 6 Minuten auf. Ein Try dauert wahrscheinlich 10 Minuten und dann ist der total schlecht. Aber das ist mir egal, dann mache ich einfach 3 Videos von diesem Spiel. Ist auch nicht so schlimm. La, komm schon, Stürbigi. Und dann fliege ich erstmal durch die ganzen Experience Points. Oh yeah. Aber zum Glück kommen jetzt nicht mehr so viel Orange. Das ist doch schon mal gut. Und der Typ ist voll in mich reingeflogen. Ich hätte es vermeiden können. Aber egal. Sammle ich erstmal diese 2 Power-Ups auf. Und das Ganze läuft doch gar nicht mal so schlecht, wie ich anfangs vermutet habe. OMG, OMG, OM irgendwas, Ole. Und ich fange an zu singen, wenn ich nervös werde. Meine Gern, das wusste ich von mir selber noch nicht. So, jetzt kommen aber. Oh Gott, jetzt kommen noch gelbe. Oh Gott, die. Wie bewegen sich denn bitte? Wenn die gleich größer werden, dann wird es ja richtig schlimm. Aber ich habe gleich schon wieder ein paar Level-Ups und dann kann ich sie doch direkt mal wieder investieren. Ich muss mich mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren, die ganzen Erfahrungspunkte abzuräumen, damit ich mal schneller Punkte kriege. Oh Gott. Oh Gott, das war ein Überhit. Das ging schon gar nicht mehr klar. Die gelben fliegen etwas bizarr, also. So, Level up, sehr gut. Und da unten haben wir doch schon wieder was. Hallo, Blauer. Eieieiei, das macht meinen Kopf kaputt. Ich glaube, den zweiten Durchgang halte ich gar nicht durch. Ich muss jetzt direkt gut spielen. Hallo, ha, hi, he, ho. Dieses Spiel macht eindeutig hektisch, Freunde. Eieieiei. Aber ich verliere auch jetzt nicht so viele HP. Oh Gott. What the fuck, gut, dass ich da so glimpflich rausgekommen bin und durch einen Gegner fliegen musste, weil sonst hätte ich ziemlich viel abbekommen, glaube ich. Und jetzt, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, oh im Weg, what the fuck, es ist viel zu viel auf diesem Schirm, was hier gerade abgeht, ey. Ich glaube, Gott, ich mut meine Sprache, wenn ich nervös bin. oh mein Gott, what the, wow. Ja, ich glaube so langsam. Ah nee, doch nicht. Ich habe gerade einen Health abbekommen. Sehr gut, weil ich wollte gerade sagen, so langsam danke ich ab, aber das stimmt nicht. Hooray. So, Level up, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe eine Chain von plus oder mal 25, je nachdem. Könnt ihr euch was holen. Keine Ahnung, ob das sonderlich gut ist. Auf jeden Fall habe ich 200.000 Punkte. Ich habe mir natürlich sonst keine anderen Videos angeguckt, weil ich das unfair finde. Weil ich ja sonst irgendwie wüsste, wie viel die Punkte wert sind hier. Deswegen, ne? Sonst so, kein Unfairness und so. Oh, oh Gott, jetzt geht's aber mal wieder hier los. Das ist ja unglaublich. Oh Gott.
Nein, tot. Okay, ich habe gemacht 218.478 Punkte. Hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Frage ist, soll ich jetzt noch einen Durchlauf machen oder nicht? Ich mache einfach noch einen, komm. Weil ich glaube nicht, dass ich hier mich jetzt sonderlich gut angestellt habe. Deswegen machen wir jetzt noch einen Versuch, auch wenn es jetzt ungefähr eine halbe Stunde dauert oder so. So, das nächste Level ab war jetzt ziemlich einfach. Lol, lol, lol. Aber ich sollte echt öfter mal ins Level-Up-Menü gehen. Jetzt noch nicht. Ich sag mal, alle 5 Level gehe ich mal ins Level-Up-Menü, dann passt das Ganze. Weil sonst ist nicht gut und so. So, Level 4, jetzt noch ein Level, dann gehe ich ins Level-Up-Menü. Ich glaube aber, das ist ein, oh Gott, relativ guter Rhythmus, alle 5 Level. Wahrscheinlich muss ich den in den höheren Leveln ein bisschen enger setzen, die Abstände. Vielleicht dann so alle 3 Level oder so. Aber wir werden sehen. Ich werde jetzt erstmal gleich ins Level-Up-Menü gehen. Jo, und zwar genau jetzt. Oh, ich werde erstmal mehr Punkte haben wollen und mehr Punkte haben wollen und mehr Punkte haben wollen. Und dann will ich noch ein bisschen mehr regenerieren. So. Und dann will ich vielleicht auch ein bisschen schneller feuern. Okay, weiter geht's. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Schutz. Damit können wir uns schützen. Wer hätte es gedacht? So, ich glaube, es hat gerade nicht so viel Sinn gemacht, so viele Punkte reinzusetzen, aber mal gucken. Dann geht die Runde nicht so schnell um. Oder doch, sie geht schnell um. Mach trotzdem recht viele Punkte, denke ich mal. Aber das werden wir alles noch sehen. Ach, ich krieg. Okay. Ich habe jetzt schon Chain 25. Zu dem Zeitpunkt habe ich vorhin nur irgendwie Chain 5 oder Chain 10 bekommen. Das heißt, ich denke mal, es wird sich darauf auswirken. Das kann doch gut sein. So, jetzt mache ich gleich wieder bei Level 10. Gehe ich wieder ins Level-Up-Menü. Aber das dauert noch einen Moment, bis ich da hinkomme. So, was haben wir hier? Wir haben nochmal Schmutz. Und wir haben eine Chain 50. Was zur Hölle? Das geht ab. Geht ja gar nicht klar. Okay, da ist wieder so ein scheiß Verfolger und da fliegen wir locker durch. Die Grünen sind echt angenehm, weil die beachten einen nicht. Ich finde, die am schlimmsten sind die Orangen. Die sind wirklich schlimm. Aber ich bin gespannt, wahrscheinlich wird es hier nicht sowas wie Bosse geben oder so. Wenn dann irgendwie am Ende des Games oder so. Und die kriegen nur irgendwie 5% der Spieler zu sehen, weil sie einfach super awesome sind. Also, bestimmt. Naja. Aber wahrscheinlich stelle ich mich gerade mal wieder an wie der letzte Depp und weiß es noch nicht mehr und komme mit 2 Punkten Vorsprung mit dem zweitschlechtesten Ergebnis in dieser Runde durch, weil mein Gegner einfach total verkackt oder so. Das kann ich mir gut durchaus vorstellen, weil das war jetzt die ganze Zeit so. So, wir haben irgendwas bekommen. Hey, ja. Ich habe gerade nicht gesehen, was es war. Wahrscheinlich irgendwie super awesome Ding oder auch nicht. Oh Gott, wie stelle ich mich denn jetzt gerade wieder an, ey? In 3 Gegner hintereinander geflogen. 4 Gegner hintereinander geflogen. Glaube, es macht durchaus Sinn, die großen Gegner anzugreifen, weil die schön viel Punkte geben. Allerdings auch relativ viel aushalten. Jetzt brauche ich aber unbedingt gleich mal wieder ein Level ab oder ein vernünftiges Health ab. Also, was haben wir hier? Ah, das ist irgendwas. Ich glaube, Rapid Fire. Das kann natürlich sein. Ich frage mich immer noch, was diese roten Dinge sich da oben sind. Die geben keine XP und keine Punkte, glaube ich. Darauf habe ich jetzt nicht so geachtet und sind einfach nur da. Wahrscheinlich sind die Dinger einfach nur Schikane. So wie alle Gegner hier. Naja. Komm, verrecke, verrecke, danke schön. So, jetzt kann ich hier durchfliegen, weil es hier viele viele EXP gibt, nicht HP. Und dann wird das Ganze hier schon wieder hektisch ohne Ende. Oh Gott, nein, nein. Gott, war das wieder schlecht. Ja, und nicht am Rand, ich hab's vergessen. Toll. Ja, jetzt brauche ich wirklich eine Help-Up, sonst habe ich ziemlich verloren. Vor allen Dingen, wenn da so ein. Hallo, wie viele schwarze Löcher sind hier denn so im Schnitt? Meine Fresse. Hallöchen, schwarze Löcher, ey. Mann. Oh Gott. Level up oder Help up, bitte. Bitte. Kommt schon. Okay, Konzentration. Konzentration. Tot. Konzentration und tot.
Naja, ich würde sagen, mein erster Durchlauf, den kriege ich nicht mehr besser hin. Deswegen wollte ich sagen, das war Pixelport für heute und mein letzter Auftritt im Let's Flash Turnier, ganz bestimmt. Weil der Adrirex oder wie auch immer er sich nennt, ich habe den Namen wirklich vergessen, verdammt. Egal, nimm's mir nicht übel, wenn du das hier gerade guckst. Du könntest dir meinen Namen bestimmt auch nicht merken. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal, hauen Sie rein und so weiter und so weiter und so, tschüss.